Wie bitte? Den Urknall gab es nicht und stattdessen den Bounce? Was bitte ist das denn? Das meint jedenfalls Professor Paul Steinhardt, Inhaber der Albert Einstein Professur an der Princeton University in den USA. Seiner Ansicht nach gibt es zahlreiche physikalische Probleme bei einem Urknall, die aus der Urknalltheorie ein wahres Kuddelmuddel machen. Wieso, weshalb, warum? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Eigentlich gibt es keinen Zweifel daran. Das Universum ist aus einem Urknall entstanden und nach dieser unglaublichen Explosion hat sich unser Universum gebildet. Vor 13,8 Milliarden Jahren. Doch der Urknall macht Probleme. Mitentwickelt hat diese Theorie Professor Paul Steinhardt, Inhaber der Albert-Einstein-Professur an der Princeton University in den USA. Einer der renommiertesten Physiker weltweit. Doch er ist unzufrieden mit seiner Theorie, der Inflationstheorie. Es hakt einfach hinten und vorne. Auf den ersten Blick hielten wir Inflation für eine elegante und einfache Lösung. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Das Problem des Urknalls ist das, was in dem Moment dieses Knalls passiert. Die quantenmechanischen Effekte, die in unserem ausgedehnten Universum nahezu zu vernachlässigen sind, die führen dort zu einer Unmöglichkeit. Es würden sich zahlreiche Universen bilden, deren Unwahrscheinlichkeit oder Wahrscheinlichkeit gleich ist. Ein Multiversum, und das ist fatal. Es gäbe keinerlei Möglichkeiten, irgendetwas vorauszusagen bzw. aus diesem Ereignis Schlüsse auf unser Universum zu ziehen. Wie schon Albert Einstein sagte, Gott würfelt nicht. Und genau das passiert, wenn die Quantenphysik zum Tragen kommt. Albert Einstein fand diese Theorie damals gar nicht gut und die Kosmologie möchte auf keinen Fall eines von vielen Universum, was so oder so sein könnte, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Buah, auf keinen Fall. Und die Astrophysik spielt ihnen in die Hände, denn noch sind keinerlei Gravitationswellen aus der Entstehungszeit des Universums gefunden worden, sogenannte primordiale Gravitationswellen. Und die müsste es geben, wenn es den Urknall gegeben hätte. Deshalb forscht Paul Steinhardt jetzt nach dem Bounce. Den hält er inzwischen für die wahrscheinlichere Erklärung für die Entstehung des Universums. Und es wäre dann gar nicht die Entstehung des Universums gewesen. Stattdessen würde sich unser Universum ausdehnen und wieder zusammenziehen und das eben zu einem winzig kleinen Punkt oder sogar zu einer Singularität, also einem Punkt ohne Ausdehnung. Entscheidend ist aber jetzt die Art und Weise der Ausdehnung. Die erfolgt nämlich laut seiner Hypothese vergleichsweise langsam. Jedenfalls so langsam, dass keine Quanteneffekte zum Tragen kommen. Es entsteht kein Multiversum, sondern eben nur unser einziges homogenes Universum mit all den tollen Eigenschaften, die vorhersagbar sind. Juhu! Demnach gibt es eben kein Multiversum, sondern unser Universum, das quasi von Bounce zu Bounce atmet und sich immer wieder zusammenzieht und ausdehnt, immer und immer wieder. Dann gäbe es auch nur schwache primordiale Gravitationswellen und es wäre erklärbar, warum wir sie noch nicht gefunden hätten. Eins scheint mir immer deutlicher zu werden. Wir stehen an einem Scheidepunkt der Astrophysik. Paul Steinhardt hat 2007 zahlreiche Vorhersagen über Entdeckungen gemacht, die es bereits vor 5 Jahren hätte geben sollen. Entdeckungen der dunklen Materie, Herstellung von dunkler Materie, Erklärung der Herkunft der dunklen Energie, die Erforschung des Urknalls und ob es ihn überhaupt gegeben hat und die Entdeckung von Gravitationswellen. Nur eine seiner Vorhersagen ist eingetreten, mit Verspätung die Entdeckung der Gravitationswellen. In allen anderen Fragen sind wir kein Müh weitergekommen. Nichts, nie nada, Pustekuchen. Ja, vielleicht sind wir bei diesen Themen einfach auf dem Holzweg und liegen vollkommen falsch. Oder wir sind sogar an unsere Grenzen gestoßen. Werden wir vielleicht nie erklären können, woraus die dunkle Materie besteht, woher die dunkle Energie kommt, der Urknall oder der Bounce. Hier bei Klicksum werdet ihr es jedenfalls erfahren. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Big Bang Theory, Urknall aufgedeckt. Naja, laut Steinhardt wäre das dann ein Irrtum gewesen. Aber seht es euch selbst an. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.